Frühe Formen der Demokratie entstanden in der Antike in Athen. Herrschaft des Volkes war die neue Formel. Mit Volk war aber nur ein bestimmter Personenkreis Athens gemeint. Eine politische Stimme hatten weder Kinder, Frauen, Sklaven noch Ausländer. Die erste Klasse hatte den größten politischen Einfluss und besetzte die höchsten Ämter. Das waren Großgrundbesitzer und reiche Händler. Die zweite und dritte Klasse stellten die mittleren und niederen Beamten. Hier fanden sich Kaufleute, Handwerker und Bauern. Zur vierten Klasse gehörten die Tagelöhner. Sie konnten keine Ämter bekleiden, aber auf der Volksversammlung mitbestimmen.